Jetzt und rede nicht. Die strengsten Eltern der Welt. Komm, wir gehen rein. Endlich Schule ausprobieren. Ich habe früher voll gern die strengsten Eltern der Welt geguckt. Wer hat das auch von euch immer gern geguckt? War wirklich immer ein Highlight, Digga. Let's go zocken, Bruder. Alles? Ja. Lach du und? Ja, und ich mach das mit dir, Ami, später. Warte! Was machst du? Steh mal auf! Aber warte! Am PC zocken, am Nachkommen. Was überwartet doch? Ich mach doch hier was Wichtiges. Wir arbeiten! Du machst nix! Du machst nix! Du bist Penner! Du bist Penner, am Nachkommen. Ich, guck mal, ich muss arbeiten wegen Schule machen. Lach Hatice Abla, sein Sohn arbeitet sogar mehr als du. So ein Penner wie den. Geh raus aus meinem Zimmer. Das ist so typisch, Bruder. Das ist so typisch, dieses... Aber von dem und dem, der Sohn ist auch gut in der Schule. Warum kriegst du das auch nicht so hin? Aber der, sein Sohn, guck mal, der macht auch, geht auch arbeiten. Warum? Diese Vergleiche, Bruder, die haben mich früher so sauer gemacht als Kind, Bruder, wirklich. Die haben mich so sauer gemacht als Kind. Der kriegt grad Pockert. Dein Vater? Ja, ruf doch an. Lehrer. Ruf doch an. Ist mir scheißegal, ruf an, wenn du willst. Ja, Herr Lehrer. Ja, nee, ich am Ende töten diese Kind oder sie kommen nehmen. Walla, oder ich stecken. Denkst du, mein Lehrer kommt um diese Uhrzeit? Wir haben Nacht. Wir haben mitten der Nacht. Was störst du mich überhaupt? Wenn er nicht kommen, ich gehe und abstechen ihn. Und dann dich. Ja, gleich kommen Lehrer. Es ist schon lässig. Da, Lehrer. Komm. Kommen Sie. Wunderschönen guten Abend. Ach, er ist der Beste, er ist der Beste. Guten Abend. Herr Kroll, mein Name. Schule mit Courage und ohne Rassismus. Das diese ist Kind. Unser Motto. Ja, sehen Sie, wie er mit mir redet? Diese Kind, ihr müsst aufpassen. Der sitzt ganze Zeit vor PC, macht gar nichts. Hatija Abla, sein Sohn, arbeiten, der macht gar nichts. Ich habe gehört, seine Noten auch nicht gut. Was ist mit dem Junge? Helft den mal. Ich heute Red, ja, wir gehen später Red Dead. Ich habe Lohn gegeben für diesen Kind, für diese Sache. Lack, ich mach dein PC kaputt, steh auf. Sind Sie verrückt? Sind Sie doch von allen Geistern befreit? Ich bin jetzt erstmal angekommen. Können wir uns mal im Wohnzimmer erstmal gesittet hinsetzen und das erstmal alles besprechen, bitte? So, dann erzählen Sie mal bitte. Was ist denn jetzt genau die Ursache? Was ist denn jetzt genau los? Dieser Kind, Iwan, wo ich in seinem Alter war. Ich bitte Sie, ich kann keine ausländische Sprache. Ich rede. So. Soll ich übersetzen, das Arschloch? Ja, das wäre lieb. Das wäre lieb. Das Arschloch? Lack, ich bin dein Vater. Guck, der redet so mit mir. Mann, na, bleiben Sie ruhig. Ich hab ihm gesagt, bleiben Sie ruhig. Gott. Ach, du heilige Scheiße. Können Sie mir einfach mal bitte schildern, was Sie in Ihrer Kindheit erlebt haben? Wie Sie hier erzogen worden sind? Das ist ziemlich wichtig. Es fing alles an damals in meinem Zimmer. Also, ich lege Topedi. Was legst du? Lege Magma. Das ist nicht... Oh. Das ist Magma. Dann leg ich Hitmonochi. Jetzt hast du verloren. Leg doch. Geil gemacht, Digga. Das Spiel ist scheiße. Du kannst das Spiel doch nicht. Wir spielen was anderes. Was ist das? Nein. Ich will kein Nintendo. Ich hasse PlayStation. Oha, PlayStation 1. Ey, ich will mir eine PlayStation 1 oder 2 holen, Mann. Ich hab voll Bock, so alte Games zu zocken. Weiß jemand, woher man welche bekommt? Noch? Hey, lass mein Buch in Ruhe, das geht dich nichts an! Lass mich in Ruhe! Ich bitte einen Schluck. eBay. Ja gut, das wusste ich jetzt auch, aber ich meine jetzt so, gibt's vielleicht irgendwo Läden, wo man die wirklich noch so kaufen kann, neu. Ich hab eine für 200 Euro. Ja, nee, nimm direkt den Preis für eine PS5, Amir, gar kein Problem. Konsolenkost. Ja, ich werde mal abchecken. Komm, danke. Wir spielen PlayStation oder so. Da, Mario, mach mal ein. Ey, das funktioniert nicht! Nein. Das war so wild früher. Ich mag dich nicht, du bist blöd. Das tut weh. Was macht dir Land? Wo ist dein Vater? Wo ist dein Sohn? Wo ist deine Mutter? Land? Wann bist du? Ich hab nur gespielt. Du bist blind. Ah. Also, Billa, ich mach alles kaputt. Ich hab so viel Geld gegeben, ich mach alles kaputt. Okay. Leise. Okay. Wajat al-Quran, ich schlag dich kaputt. Okay. Leise, Land. Und ja, das ist die Geschichte gewesen. Ich verstehe. Ich bitte Sie jetzt, wenn Sie es nochmal vortritt, dann werde ich sofort alarmiert. Der spielt nur Spiele, beleidigt seine Freunde. Lassen Sie mich ausreden. Lass ihn doch mal ausreden. Du bist in mein Haus, soll ich dich lassen? Ja, jetzt fängt das schon wieder an. Sehen Sie? Ich sag Ihnen so, wie es ist. Ein Anruf und ich, das Jugendamt ist hier vor der Tür. Sag okay. Er bittet uns beide, sag okay. Ich will einfach, dass Sie zu Ihrem Sohn jetzt endlich weg sind. Geh, mach es. Verpiss dich in dein Zimmer, Lan, ich will dich nicht mehr sehen. Ich bin hier, alles gut, ich spiel noch ein bisschen. Ich geh schlafen.
Ich geh schlafen, ja. Jawohl, jetzt Rekord. 1, 2. Oh nein. Oh. Immer Adrenalin, früher noch nachts PlayStation auf leise, auf heimlich angemacht und angefangen zu zocken. Bruder, das hat sich angefühlt, als hättest du einen Überfall nachts gemacht. So ein Adrenalin hast du. Oh, ja, okay, der kommt mit einer Knarre in dein Zimmer rein, weil du gezockt hast. Hey, was machst du da? Was machst du? Mein PC! Hä? Wie übertrieben einfach. Du hast meine Tür und mein PC kaputt gemacht. Du hast mein PC kaputt. Was geht ab, ja? Hagi? Machst du alles kaputt, ja? Moin, mach moin. PC kaputt, geht, mach PC gut. Kaputt. Hä? Machst du mein PC kaputt, hä? Machst hier dein Auto! Sie können im Land! Hier dein Fernseher! PC-Verbot, ja? PC-Verbot, ja? Ich ruf deine Lehrer an, der soll dich nehmen! Wen rufst du an? Ich ruf deine Lehrer an! Rufst du meinen Was hat er mit dem Haus aber angestellt? Ey, der treibt doch jetzt nicht. Rufst du meinen Lehrer an, ja? Lass das an dich! Hör auf, dein Vater, lass das! Und das alles nur. Er sprengt jetzt das Haus in die Luft, weil er nicht Flappy Birds zocken durfte. Was ist das? Ich schenk... Oh. Hast du davon? Ja, hast mein PC kaputt gemacht. Dieser Ausfall, als du! Was ist denn hier los? Sie sind sie verrückt. Mein Herz, Mann, ich sterbe. Er hat mein PC kaputt gemacht. Sind sie noch richtig? Okay, ich komm mit. Okay, scheiße. Sofort, ich komm mit. Wow, für einen Lehrer haben sie schon ein dickes Haus. Ich muss ehrlich sein, ja, Kroll, Alter, sie haben alles auseinandergenommen. Dickeres Haus als Haftbefehl haben wir nach. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Hände zu desinfizieren. Oha. Die Kamera anschauen. Ich bin's, Farid. Jani, was haben Sie hier für einen Laden gemacht? Bitte beide Hände. Ja. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Hören Sie bitte auf mit den Mittelfingern. Ja, gut. So. Also, Sie werden jetzt erstmal eine lange Zeit bei mir bleiben. Bei uns ist es ganz klar, eine Stunde Lesezeit. Nein, was für Lesezeit? Boah, stellt euch vor, ihr müsst bei eurem Lehrer einziehen. Bücher und lesen diese Bücher sofort. Was sind Sie nicht bei Ihrem Vater oder so? Und Sie lesen das jetzt. Ich lese doch nicht diese ganzen Bücher. Was hab ich da gehört? Gott, okay, tamam, ich lese. Sie lesen das jetzt, komm gleich wieder. Wenn ich jetzt gleich nicht sehe, dass wir das gelesen haben und nichts davon wissen, dann wird es eine große Bestrafung geben. Was ist los mit dem, Bruder? Was ist das? Ach du Scheiße, Bruder, was stimmt? Mit Liebe bei meiner Englischlehrerin damals. Ey, Ben, du bist so ein... mit dem Typen nicht. Was sind das für Brillen, Bruder? Herr Kroll! Wow! Herr Kroll, schauen Sie mal, was ich gefunden habe! Warum sind Sie komplett verrückt? Lassen Sie es! Was ist das? Das ist mein Sohn, das ist mein Samen, lassen Sie uns in Ruhe! Was? Warum steht der aber im Wohnzimmer rum, Bruder? Was ist das? Hä, Bruder, wie random war das denn gerade? Das ist mein Sohn. Bruder, der war doch voll seriös bis jetzt. Warum ist der so reinscheißen? Das ist mein Samen, lassen Sie es in Ruhe. What the fuck? Sind Sie komplett verrückt? So, haben Sie es jetzt gelesen? Ja, super. Hab haben ich Sie gelesen? Ja. Dann sagen Sie mir mal, was haben Sie gelesen? Ich glaube, Sie wollen mich doch verkackeiern. Das ist komplett alles falsch, was Sie zu mir gesagt haben jetzt gerade eben. Aber Sie haben nicht gelesen, Sie waren hier nur und haben meinen Haus erstaunt. So, komm mit, wir essen jetzt erstmal was. Was machen Sie da Leckeres? Wir haben heute in der Liste Schweinekotelett mit einer Bratwurst. Beziehungsweise Bockwurst. Herr Kroll, ich bin doch muslimisch, ich esse kein Schwein. Wie heißt es nochmal? Halal? Halal? Ja, Halal. Sowas kenne ich nicht. Bei mir gibt's original Schweinefleisch. Hören Sie mal, ich esse das trotzdem nicht. Ich esse kein Schwein. Sie essen Schwein, haben Sie mich verstanden? Sehen Sie, dass Sie essen es? Ey. Dazu bitte noch einen Wein. Trinken Sie es. Hä, aber warum füllt der Lehrer jetzt seinen Schüler ab, Bruder? In was für eine Richtung geht das denn hier? Oh, lecker. Essen Sie es jetzt. Schauen Sie mal, ein Vogel. Oh, ein Zwitscherlein. Schauen Sie mal, eine Krähe, die ist selten. Ich will da nicht hingucken. Ich will erst mal sehen, dass Sie es essen. Los, essen Sie es. Lecker. Wollen Sie mich da gerade verkackern? Okay, geben Sie her, ich esse die Scheiße. Wollen Sie mich da gerade verkackern? Ich esse es, okay. Machen Sie an. So wie ich. Schauen Sie, wie ich es mache. Lecker. Boah, ja. lecker. Zwiebeln, einmal Mund auf. Sag mal, Herr Kroll, ich bin doch kein Kind. Essen Sie es jetzt sofort. Ich esse die Zwiebel nicht. Es geht nicht, es geht nur mit Zwing. Kommen Sie her. Boah, gegrillte Zwiebel, geisteskrank.
generell gegrilltes Gemüse, gegrillte Tomaten, gegrillte Zwiebeln. Stark. Hey Groll, können wir in den Zoo? Das hab ich dir heute den ganzen Tag schon. Boah, gegrillte Pilze. Safe. Boah, so, steigen Sie ein, wir fahren jetzt zum Zoo. Jawohl. Ich passe hier auch gar nicht mehr rein, ey. Hör mal, holla die Waldfee. So, rüber, anderer Sitz. Ja. So, hallo, Herr Groll. Nilpferd! Ey, Digga. Aber warum scheiß dir rein, Digga? Schwanz mache ich bei der nächsten Folge nochmal mit. So, hallo, Herr Groll. Nilpferd! Was soll das? Ich verstehe das nicht, Bruder. So, tamam, ich hatte keine Zeit, in der Folge mitzumachen, aber dann ist doch okay, dann kann man das doch dabei belassen. Komm, löscht euch einfach wirklich. Ganz lustig. Oh, da ist eine Ente, Herr Groll, eine Ente! Aus dem Süden wahrscheinlich. Ach, der Herr Aziz ist auch da! Herr Aziz? Der Zoo macht sich bis sehr lang gut. Also, wenn es jetzt so weitergeht bis Ende der Woche, haben sie ihn schon bald. Alles klar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich hab ihre Mutter gefunden. Schauen Sie mal. Hier, Ihre Mutter! Meine Naid, meine Na. Ihre Mutter. Was haben Sie gerade gesagt? Das ist Ihre Mutter. Was haben Sie gerade gesagt? Ich habe gesagt, da ist Ihre Mutter. Das, was Sie gesagt haben, nehmen Sie es sofort wieder zurück. Und da liegt Ihr Vater gerade. Der wartet gerade auf Ihre Mutter. Ja, ein bisschen Bachischieben. Sie kommt komplett von allen Geistern befreit. Was sagt der da? Was sagt dein Sohn? Ja, ich glaube, das ist Ihr Vater, so wie er immer mit Ihnen, Sie verhandelt, mit Ihnen mal umgeht. Machen Sie mal Ihr Kopf dadurch. Kann ich mal machen. Kein Problem. Oder Bauch, Bruder. Herr Kroll, gucken Sie mal, gehen Sie mal hier zur Ecke und schauen Sie mal hin. Da ist das Krokodil. Ja, da ist das Krokodil. Was machen Sie? Oha. Schauen Sie mal da hinten. Was ist das denn? Schauen Sie mal da hinten. Herr Kroll, gute Nacht. Hinter Ihnen. Herr Kroll, hinter Ihnen. Hinter Ihnen. Oh mein Gott, das hat ihn erwischt. Oh nein. Geil. Gutes Video. Ja, dieses Video war komplett random, Digga. Ich hab gar nichts verstanden, aber trotzdem lustig.